Oh mein Gott. Jeder, der einen Lieblingsanimationsfilm hat oder generell Animationsfilme feiert, stellt sich mindestens einmal pro Film diese Frage. Wie würde dieser Film als Live-Action-Film aussehen? Mit echten Menschen. Und dieser Versuch wurde auch schon sehr oft von Hollywood übernommen, teilweise erfolgreich, teilweise eher weniger erfolgreich. Und jetzt heute, oder besser gesagt gestern, wurde offiziell bekannt gegeben, dass eine sehr erfolgreiche Animationsreihe auf die Live-Action-Leinwand gebracht wurde. Und wir schauen uns heute den offiziellen Trailer dazu an. How to Train Your Dragon oder Drachenzähmen leicht gemacht. Ich hoffe, sie verkacken es echt nicht. Hallo, hallöchen, Leute. Ja, willkommen zurück zu einem weiteren Video von mir, von Brody, eurem Brody. Ja! Ich habe in der Vergangenheit bereits ja schon zu jedem der drei Drachenzähmen leicht gemacht Filme jeweils ein Video gemacht. Auch zum vierten Teil. Und auch von der Serie ein paar Folgen gesehen. Und jetzt bin ich umso gespannter, wie die Live-Action-Version wird. Machen sie die Story 1 zu 2 wie im Film oder machen sie eine eigene Story draus? Jetzt haben wir schon mal einen kleinen Trailer bekommen. Den schauen wir uns direkt an, aber vorher müsst ihr auf jeden Fall einen Daumen hoch da lassen, wenn ihr wollt, dass ich ein Video dann mache zu dem Film, wenn er dann rauskommt, final. Und abonniert auf jeden Fall, dass ihr nicht verpasst, wenn ich dazu auch ein Video mache. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt rein. Boah, die erste Frame auch richtig geil schon hier. Das kriegt schon richtige Berg-Vibes hier. Oh mein Gott, geil. Ist das irgendwie in Island oder so gedreht oder Irland oder so? So zerklüffelte Küsten würde auch zum Vibe passen von den Wikingern, von Berg. Und wenn der Film mich direkt anfängt mit, das ist Berg, dann ruhe ich den Film jetzt gar nicht weiter. Oh, da auch schon. Das ist also Hicks. Okay, das Outfit auch sehr stark im Original angelegt. Ne? Da kann man nicht viel falsch machen. Ich bin auch so gespannt, wie ohne Zahn aussieht. Ich hoffe, die haben es nicht verkackt. Okay, okay, das ist der Vater. Hau drauf. Ja. Also haben sie auch gut getroffen. Erkennt man auf jeden Fall, dass er sein soll. Auch der Zug in den Krieg mit den Drachen im Nebel. Wenn du diese Axt bei dir hast, dann hast du uns alle bei dir. Okay, also ähnliche Prämisse wie im ersten Teil, das ist schon mal gut. Hicks, der die große Bürde seines Vaters aufnehmen muss und die Axt zu führen später. Und sein Vater, der einen Nachfolger sucht, der auch die Drachen dann auch tötet. Was Hicks ja nicht wirklich macht dann, eher das Gegenteil. Und wir sehen jetzt im Trailer direkt eine Szene, die eher am Ende vom Film ist. Nämlich wie Hicks und seine ganze Crew da direkt zu diesem Berg geht, wo dieser fette Drache drin ist, der alle kontrolliert. Das Nest der Drachen, was die ja am Anfang ja suchen, was das große Ziel vom Vater von Hicks ja ist. Oh, die Arena sieht auch richtig stark aus wie in der Serie. Oh mein Gott, oder in dem Film. Sehr, sehr geil. Gut, die müssen sich halt nur in dem Original hier orientieren so ein bisschen, ne? Und auch das eigene Touch draus machen. Einzelne, als ob so Film wäre auch ein bisschen langweilig, glaube ich. Obwohl die Filme nicht langweilig sein können. Nochmal zu gucken mit echten Menschen. Aber ich bekomme doch schon richtige Haut drauf, weil es bei ihm, wenn ich ihn sehe. Der wirkt echt schon wie so ein herzensguter Mensch eigentlich, ja. Das ist ein gutes Casting. Und das ist Hicks. Okay. Muss ich dran gewöhnen. Das aus Haare passen aber schon mal. Vater, ich kann keine Drachen töten. Ah, ist nicht die Original-Synchronsprecherstimme, ne? Von beiden nicht. Das ist ein bisschen doof. Aber natürlich gibt es für jeden Schauspieler halt auch einen vorgesehenen Synchronsprecher. Und anscheinend wollten sie nicht die Original-Synchronsprecher nehmen für die von Animationsfilmen. Das ist ein bisschen schade. Und apropos Synchronsprecherstimmen, es ist ja bereits schon bekannt, wer welche Rolle spielt, mit welcher Schauspieler welche Rolle verkörpern wird. Und da gab es auch so ein bisschen Randale, sag ich mal, weil Astrid wohl nicht so aussieht wie in Animationsfilmen. Was ich spannend finde, weil komischerweise sich keiner beschwert hat, dass die beiden Zwillinge oder Geschwister, die vorkommen, beide rote Haare haben statt blond. Wie es in der Originalserie oder Filmreihe ist. Man könnte da etwas unterstellen. Kann aber verstehen, dass das Thema generell sehr aufgeladen ist, weil damals ja auch durch Ariel ja auch viel das Thema in aller Munde war. Und ich generell diesen Take auch nicht verstehe, dass man Charaktere, die es bereits gibt, die bereits schon woanders so etabliert sind, man den anderen Menschentypen zuordnet. Obwohl ja die Fans das genauso kennen. Und klar verstehe ich auch, dass sie so eine größere Menschenmenge ansprechen können. Aber ich finde, sie sollten halt komplett neue Werke erschaffen, wo verschiedene Menschengruppen dann drin sind und nicht alte irgendwie verändern irgendwie so. Aber ich bin auf jeden Fall schon mal sehr froh, dass Hicks und Hau drauf, die beiden, gut gecastet worden sind. Da bin ich schon mal froh. Und hier sehen wir aber auch schon in der Arena stehen mit dem Helm hier, okay. Oh, ja, geil. Okay, die Story vom ersten Teil mit einem fetten Drachen, der sie alle kontrollieren kann. Und hier auch diese Höhle da mit den ganzen Drachen drin, die dann da rausfliegen, dann Angriffe dann machen, wenn er es sagt, der Große. Die Drachen sehen aber alle schon, glaubst du, ich krieg den Vibe so wie, dass der dicke Drache, ja, okay, doch, diese Drachenarten sind schon mal vertreten. Ich kann sie im Detail nicht sehen, aber es wirkt schon mal so, als hätten sie sich... Jetzt haben sie es nicht verkackt. Hier sind auch die zweiköpfigen Drachen, die Zwillinge dann später fliegen. Passt soweit. Aber das wirst du. Ich bin ein Wikinger. Ich bin ein Wikinger. Oh, da können wir ohne Zahn schon sehen. Ah! Was ich hier sehe, sieht schon sehr gut aus. Also sehr, sehr geil. Hier hat der Falle gefangen, die er da aufgebaut hat. In diesem Wald hier auch. Hier im Original ja auch ohne Zahn hier so in den Seilen gefangen und so weiter. Liegt auf der Seite. Ja, wie er sich in einem Stein versteckt mit dieser kleinen Mini-Klinge in der Hand. Hier auch sehr gut nachempfunden hier, wie er sich in einem Stein versteckt mit dieser kleinen Mini-Klinge. Ja, geil. Ich bin ein Wikinger. Ich bin ein Wikinger. Oh! Oh! Ohne
ohne Zahn. Ja, geil. Okay, gefällt mir sehr, sehr gut. Sehr, sehr geil. Ich finde so Animationsfilme kann natürlich jetzt, wenn die Live-Action-Filme werden, natürlich viel drüber diskutieren, ob es sinnvoll ist, ob es überhaupt sein muss. Aber für viele sind Animationsfilme halt nichts. Die gucken die nicht. Und die werden dann eher angesprochen von so einem echten Live-Action-Film. Kann ich ein bisschen relaten, auch selbst als Mensch so, dass man unbedingt auch jetzt so wie er auf Drachenreiten machen will. Ich hoffe aber, dass der erste Ritt auch so episch wird wie in einem Animationsfilm. Oh, das ist immer komplett. Hä, ist aber schon sehr stark nach Animationsfilm nachempfunden, ja. Crazy. Krass. Alles gut. Ich tu dir nichts. Oh, die Szene genau so. Oh, wie 1 zu 1 so. Ja gut, die mussten es halt genauso übernehmen. Ist ja eine Erfolgsformel, kannst einfach nachgucken, nachmachen, copy and paste. Auch hier so wie bei Oxlotl, hier diese Dinger an der Seite dran. Mega nice. Oh, ich krieg direkt Gänsehaut, wenn ich das sehe. Oh mein Gott. Jetzt habe ich Bock, meine eigene Reaktion nochmal zu gucken. Zum ersten Teil. Ich weiß, was meine Reaktion damals war, weiß ich gar nicht mehr. Ja. Ja, geil. Okay. Kommt noch was? Nee, das war's. Ey, also für den ersten Teaser-Trailer schon übel geil. Ich bin mega hype, mega gespannt drauf. Was denn noch in Zukunft? Ich hoffe, die verkacken sich. Aber bisher sieht's echt gut aus. Ist es die erste Realverfilmung von DreamWorks? Ist es die erste? Weil bisher Disney gab's ja schon Aladdin und sowas, ne, Mulan und so, Live-Action-Verfilmungen von Animationsfilmen. Aber von DreamWorks ist, glaube ich, die erste, oder? Boah, wenn die erfolgreich wird, könnten doch andere Live-Action-Filme rauskommen. Zum Beispiel die Minions. Ich einfach verbesserlich. Wäre auch crazy. Oder Shrek. Oh mein Gott. Na gut, das wird ja schwierig, Live-Action nachzustellen. Aber mir würde es echt schon reichen, wenn die so zumindest diese drei Drachenzähmen leicht gemacht Filme nachmachen würden. Das wäre so geil. Kaum zu erwarten, jetzt einen Typen zu sehen, der irgendwie die Drachen kontrollieren kann selbst. Oder ohne Zahns Freundin, die er nachher findet. Das wäre super cool für beide Seiten. Leute, die Drachenzähmen leicht gemacht feiern und Leute, die Drachenzähmen leicht gemacht noch nie gesehen haben. Weil die es feiern, die können sie nochmal sehen auf eine andere Weise, nochmal durch die Reise durchmachen. Und die es noch nicht gesehen haben, wird eine komplett neue Welt offenbart, die sie bisher verpasst haben. Also es bringt nur Vorteile, wenn sie es nicht verkacken, aber Trailer sah bisher ja schon gut aus. Und diese ein, zwei Punkte, die es vorher schon gab, die kann man ja drüber hinwegsehen vielleicht. Aber was ist eure Meinung? Was seid ihr zum Trailer? Denkt ihr, der Film wird gut? Habt ihr Bock, ihn nochmal zu sehen? Oder seid ihr eher so, nee, ich bleib beim Animationsfilm und ich will nur den neuen gar nicht gucken? Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Und wenn ihr jetzt genauso wie ich Bock habt, meine alten Reaktionen nochmal neu zu gucken, so 13 Leichtgrund 1, 2, 3 und 4, dann checkt ganz gerne die Playlist hier oben ab, denn da sind alle meine bisherigen Videos dazu drinnen. Und dort ist eine Playlist drin mit meinen Videos zu der Serie drin, falls ihr euch auch nochmal anschauen wollt. Bis zum nächsten Video. Ich bin Profi Brody, weiße Brille, weiße Cap. Moment mal, da stimmt was nicht, stattdessen Bärenfell. Hatte fetten Hunger und hab mir mal glatt gegönnt. Gottlöckchen hat geschmeckt und damit meine ich nicht ihr Fett. Wow, das ging zu weit, sorry, das tut mir leid. Bitte schock mich nicht, bevor's mir noch gefällt.